herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin jetzt gerade hoffentlich 3 weeks out von meinem nächsten Wettkampf. Ich habe euch ja schon in dem letzten 4 weeks out Video ein bisschen erzählt, was momentan alles so los war. Also ziemliches Chaos. Ich gebe euch einfach mal ein kurzes Update wegen meinem Zeh und dann ist das hoffentlich auch abgehakt. Bei mir wurde jetzt vor ein paar Tagen dieses Bändchen einmal beim Chirurgen wieder rausgezogen und jetzt habe ich da quasi einfach nur noch wie eine offene Wunde. Also es dauert jetzt halt noch ein bisschen, es muss alles zuheilen. Ich habe da jetzt, wo dieses Bändchen drin war, eben 2 Löcher drin und die sind noch ganz schön am Bluten und das braucht halt jetzt seine Zeit, bis das alles am Heilen ist. Ich hoffe mal, dass das irgendwie klappt jetzt noch bis zum Wettkampf. Es sind jetzt noch ja 2,5 Wochen. Ich drücke mal die Daumen, dass das alles gut geht. Prosing fällt natürlich weiterhin flach. Also das darf ich gar nicht den Fuß belasten irgendwie. Das Problem ist eben, diese Schnitte sind genau dort, wo auch dann im Endeffekt, wenn ich meinen Fuß einmal so runterstelle, quasi dieser Druckbereich ist. Ist halt ein bisschen scheiße. Das heißt, ich hoffe irgendwie, dass das in diesen paar Wochen jetzt zuheilt, dass ich dann auf hohen Schuhen stehen kann. Wenn nicht, keine Ahnung, dann im schlimmsten Fall muss ich den Wettkampf absagen und dann hoffen, dass in 2 Wochen drauf mit der Evo, dass da alles klappt. Wäre scheiße, aber wäre im Endeffekt so, ich stelle jetzt gerade erstmal meine Gesundheit an oberster Stelle und ich gucke, dass ich mich regeneriere und dass das alles gut wird und das ist mir gerade jetzt auch wirklich das Wichtigste. Weil es bringt nichts, wenn ich dann langfristig irgendwelche Schäden habe, aber dafür den Wettkampf machen kann. Da muss ich jetzt auch ehrlich zu mir selbst sein, einfach meine Gesundheit an oberster Stelle stellen und die Wettkämpfe kommen jetzt gerade hinterher. Deswegen gucken wir einmal, ob das alles so funktioniert in den 2,5 Wochen. Gebe ich euch natürlich auch nochmal dann ein Update. Aber das ist jetzt gerade so der Stand. Also Posing auf keinen Fall. Schritte, ich laufe in der Wohnung jetzt minimal. Halt das, was man in der Wohnung immer so macht. Aber ich merke schon, dass es noch wehtut. Also sobald ich mich ein bisschen mehr bewege, auch wenn ich zum Arzt gelaufen bin oder so vom Auto aus, und gerade Treppen steigen, das tut schon sehr weh. Also da muss ich wirklich noch aufpassen. Trainieren war ich jetzt 1,5 Wochen nicht. Ich denke, da werde ich jetzt in ein paar Tagen das erste Mal wieder trainieren mit einem Beintraining. Ja, das sind dann ja fast 2 Wochen ohne Beintraining. 1,5, 2 Wochen. Ist jetzt so, kann man nicht ändern. Ich denke, bis dahin sollte die Wunde auch schon ein bisschen besser wieder verheilt sein. Vielleicht nicht mehr so stark bluten. Und dann gucken wir mal. Mit den über 10k Steps, was ich immer hatte, das schaffe ich auf keinen Fall. Da müssen wir jetzt wirklich mal schauen, wie wir das langfristig machen. Aber gerade bin ich so zwischen ein paar hundert und ein maximal 2000 Schritte. Und da merke ich meinen Fuß schon. Alles ein bisschen anders geplant gewesen. Aber wie ich schon gesagt habe, meine Gesundheit steht jetzt gerade wirklich an oberster Stelle. Und ich gucke, wie ich das alles irgendwie unter einen Hut kriege, aber sobald mein Fuß richtig anfängt zu pochen und alles und eventuell auch wieder aufgeht, höre ich auf. Also das hat keinen Sinn und momentan mache ich, wie gesagt, nochmal low und dann, ich denke, so in einer halben Woche werde ich wieder anfangen mit allem so langsam, aber auch Schritt für Schritt. Also ich werde dann vielleicht erstmal versuchen, ein paar tausend Schritte zu laufen und das dann immer ein bisschen zu steigern, wie es halt eben geht. Dann wollte ich euch noch ein Update geben bezüglich meines Gewichtes. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit immer so 1200 Kalorien gegessen gehabt, aber natürlich überhaupt keine Bewegung. Das heißt, das war wahrscheinlich ein bisschen unter meinem Grundbedarf, was ich momentan habe. Ich schätze mal, mein Grundumsatz wird so 1300 bis maximal 1400 sein. Also wirklich, ich schätze eher so um die 1,3 komplett ohne Bewegung. Deswegen, wir waren jetzt immer bei 1,2 und mein Gewicht ist so langsam ein bisschen runtergegangen. Also ich war immer so um die 51,1 bis 51,3, 51,4 und das ist auch in Ordnung gewesen. Also ist eigentlich ungefähr gleich geblieben. Bin damit eigentlich ganz zufrieden. Ich merke, Wasser ist ein bisschen rausgegangen und natürlich auch die Muskelfülle ist ein bisschen rausgegangen, weil ich eben nicht trainiert habe. Aber sobald ich wieder anfange zu trainieren, kommt das ja auch alles ganz schnell wieder. Vom Gewicht her passt es. Müssen wir mal schauen jetzt, wie das alles weitergeht. Was jetzt aber natürlich auch noch dazu kommt, mein
Opa feiert seinen 80. Geburtstag und da sind wir dann das nächste Wochenende einmal im Schwarzwald 4 Tage. Und da war es natürlich auch anders geplant gewesen wegen Training und Schritten sammeln und. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hinbekomme, ob ich da alle Ausflüge mitmachen kann, weil ich eben nicht so viel laufen kann. Schauen wir mal. Ja, aber darum geht es dann eigentlich auch hauptsächlich heute in dem Vlog. Und zwar müssen wir einmal extrem viel Meal preppen, weil ich werde natürlich trotzdem weiter die Ernährung durchziehen und wenn die essen gehen, werde ich mir mein Essen mitnehmen und alles. Deswegen geht es einmal ans Packen, Meal Prep. Ja, das sind eigentlich so die Hauptsachen, die ich heute einmal mit euch machen werde. Schon einiges zu tun, bisschen planen und ich denke, das werde ich jetzt auch als allererstes einmal machen. Gucken, was esse ich die 4 Tage lang, was müssen wir einkaufen, was brauche ich generell alles und dass ich da einfach mal einen groben Überblick habe, was ich alles brauche, mache ich das jetzt einmal und dann zeige ich euch das. So, ich habe das jetzt hier einmal gerade aufgeschrieben, was wir alles brauchen. Und zwar habe ich es ein bisschen auf die Tage aufgeteilt gehabt. Und zwar fahren wir ja Donnerstag bis Sonntag. Und am Donnerstag werde ich ganz normal einmal zu Hause noch frühstücken. Und fürs Mittagessen habe ich dann einmal Tomaten und die Maiswaffeln, die 25 Gramm. Und für abends gibt es dann einmal 50 Gramm Reis, was ich mir mache. Und als Nachmittagssnack den Porridge mit 20 Gramm. Magerquark und so nehme ich natürlich dann auch noch mit. Dann haben wir für den Freitag einmal, was ich mir vorbereiten muss an den Kohlenhydratquellen, einmal Reis 150 Gramm, Porridge 30 Gramm und nochmal 50 Gramm. Und für morgens mache ich mir dann dort in der Ferienwohnung direkt mein Porridge mit den 50 Gramm, weil da essen wir dann mit der Family morgens zusammen. Für den Samstag koche ich mir dann hier zu Hause einmal nur den Reis vor, den Rest mache ich dann dort, weil wir haben da eine Mikrowelle und deswegen kann ich auch den Rest einfach vorbereiten. Da muss ich nicht zu viel mitnehmen. Und dann haben wir hier einmal das Essen. Ich nehme mir zweimal Quinoa-Maiswaffeln für Freitag, Samstag mit. Dann einmal die Maiswaffeln vom Kaufland. Die sind ganz praktisch, weil die in so kleinen Packungen abgepackt sind. Gerade für unterwegs kann man die super mitnehmen. Dann zweimal Packung Haferflocken, ist wahrscheinlich ein bisschen viel, aber lieber nehme ich ein bisschen mehr mit, wie dann im Endeffekt zu wenig zu haben. Dann dreimal 500 Gramm Tomaten, immer für abends und die 200 Gramm Tomaten für mittags immer. Da fehlt noch Magerquark. Das muss ich auch schreiben. Zweimal Magerquark muss ich noch mitnehmen. Und dann natürlich, was ich generell so mitnehme, ist Proteinpulver, Flavin Tasty, Mandelmus, Meta Plus und nochmal Flohsamenschalen. Und das dürfte es grob einmal gewesen sein, was ich alles brauche. Und wie ihr es vielleicht eben schon in der Liste gesehen habt, ich esse natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr am Wochenende. Die letzten 2 Wochen habe ich ja jetzt komplett nur 1200 Kalorien gegessen, keine Refeed-Tage, dadurch, dass ich nicht trainiert habe. Aber jetzt fange ich ja dann wieder an zu trainieren und dann fahren wir in Schwarzwald. Und deswegen gibt es für mich dann einmal Freitag und Samstag wieder die Mehrkalorien, 2100. Das habe ich euch ja auch in dem letzten What I Eat in a Day abgefilmt gehabt. Und eigentlich fast genau gleich von der Kalorienaufteilung wird es auch wieder sein. Ich habe mir, glaube ich, diesmal jetzt ein bisschen mehr Reis gemacht und dafür weniger Haferflocken, aber der Rest bleibt gleich. Das heißt, wenn es euch interessiert, was ich da genau esse, schaut einfach in dem What I Eat nach. Und ich muss sagen, da freue ich mich auch schon drauf. Also von Kalorien her in letzter Zeit war es echt okay gewesen. Ich habe mich ja wenig bewegt und dadurch fiel es mir auch gar nicht so schwer, nur jetzt 1200 Kalorien immer zu essen. Also vom Hunger war es okay. Es war davor ein bisschen schlimmer gewesen, aber gut, ich habe mich auch nicht wirklich bewegt. Aber trotzdem muss ich sagen, freue ich mich natürlich dann jetzt auf die High Carb Days, vor allem, weil ich auch mit der Family unterwegs bin und da kann man dann schon ein bisschen mehr essen, gerade wenn wir abends auch noch zusammensitzen, da essen alle und dann kann ich mir auch noch ein bisschen was gönnen. Ja, freue ich mich drauf und vor allem einfach mal wieder mit der Family so viel Zeit zu verbringen. Wird, glaube ich, echt ein schönes Wochenende. Ja. So viel Scheiße, wenn ich es mal sagen darf, wie jetzt in der letzten Zeit passiert ist, tut es, glaube ich, echt mal ganz gut, um ein bisschen abzuschalten. Und vielleicht sollte das auch so kommen. Also ich habe mittlerweile echt die Einstellung,
Man weiß nie, für was es gut ist. Vielleicht hätte das mit meinem Zeh jetzt so kommen sollen, damit ich mich nochmal richtig ausruhe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man wird es auch nie erfahren. Deswegen, ich mache mir da keinen Kopf. Ich gucke, dass es mir jetzt einfach gesundheitlich besser geht. Das ist das Wichtigste. Und das habe ich auch nochmal gemerkt. Nach der Prep werde ich wirklich meine Gesundheit an oberster Stelle stellen. Und dann war es das auch erstmal mit den Wettkämpfen. Ich werde meinem Körper eine gute Off-Season geben und einfach schauen, dass es meinem Körper wieder richtig gut geht. Weil natürlich so eine Prep zehrt an einem. Das sollte auch jedem bewusst sein. Eine Prep ist nicht gesund. Nein, das ist ein Leistungssport. Und für eine kurze Zeit kann man mal seine Gesundheit ein bisschen hinten anstellen, aber langfristig auf keinen Fall. Deswegen, das ist wirklich oberste Prio, habe ich jetzt nochmal gemerkt. Es bringt euch nichts, einen Wettkampf zu machen, wenn eure Gesundheit dann drunter leidet. Das ist es nicht wert. Egal welcher Wettkampf. Nee, ihr habt nur eine Gesundheit im Leben und auf die müsst ihr gut aufpassen. Jetzt die Erinnerung an euch. Falls ihr irgendeinen Arzttermin schon seit Wochen, Monaten ausmachen wolltet, macht ihn. Egal wie nervig es ist, zu Ärzten zu gehen, es ist wichtig. Ja, und das ist jetzt das Wort zum Sonntag, auch wenn wir nicht Sonntag haben, aber gut. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen meinen Kaffee auf der Couch trinken und dann langsam schon mal anfangen mit dem Packen und Planen. Und ich muss sagen, gerade jetzt, wenn ihr so viel zu packen oder auch zu Meal Preppen habt, schreibt euch so eine Liste. Das ist wirklich super praktisch, weil dann könnt ihr einfach dahinter einen Haken machen, abhaken, was habt ihr alle schon gekocht. Also wirklich, ich liebe ja eh so Listen im Handy. Ja. Das wollte ich euch jetzt gerade auch einmal zeigen. Wie süß ist bitte meine Oma? Die hat uns einfach für die Fahrt so eine kleine Snacktüte gemacht, damit wir auf jeden Fall genug zu essen haben. Und ich meine, das ist viel zu viel für die Fahrt. Das können wir dann auch noch die Tage, wenn wir dort sind, essen. Aber einmal diese Maisecken mit Quinoa, die sind richtig lecker. Die gibt es beim Rossmann. Also, die haben zwar relativ viele Kalorien für so eine kleine Packung, 200 Kalorien, aber die sind jetzt für meinen Freund und die schmecken mega gut. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann einmal meine geliebten Mais-Quinoa-Waffeln. Die sind so lecker. Gibt es auch beim Rossmann. Davon hat sie uns dann auch zwei Stück reingelegt. Dann noch zweimal von diesen Maiswaffeln vom Kaufland. Das sind die, was ich euch eben erzählt hatte, die so einzeln abverpackt sind. Die sind echt richtig praktisch, weil da hat man immer so kleine Pakete, insgesamt 6 Stück. Also mega praktisch. Davon auch zwei. Oh, ich sehe gerade, wir haben doch noch mehr von den Quinoa-Maiswaffeln. Ja, also auf jeden Fall genug für die Tage. Dann hat sie uns einmal noch Energy reingetan für die Fahrt. Kaugummis. Die sind auch richtig lecker, obwohl ich die mit Himbeergranatapfel noch besser finde. Aber die sind auch richtig gut. Und für meinen Freund dann nochmal 2 Proteinriegel. Also ich muss sagen, wirklich großes Dankeschön an meine Omi, die uns einfach eigentlich immer, wenn wir irgendwo hinfahren, so eine richtig geile Snacktüte macht. Und woran erkennt man, dass das mein Kühlschrank ist? Einfach so extrem viele Tomaten. Ich glaube, da seht ihr es, da hinten sind einmal Tomaten, denn wenn man hier runter geht, noch viel mehr Tomaten, unten dann einmal noch mehr Tomaten, Brokkoli, harzer Käse. Also ich muss sagen, das ist echt für mich so voll der perfekte Kühlschrank momentan. Einfach so richtig viele Tomaten. Ich habe mir jetzt gerade einmal schon die erste Portion Reis gemacht und das mache ich jetzt einmal in die erste Tupperbox. Und hier sind es jetzt endlich auch mal wieder ein bisschen größere Portionen Reis. Das waren jetzt einmal die 50 Gramm für morgen. Und dann mache ich mir jetzt einmal noch für Freitag direkt die 150 Gramm. Ja, hier haben wir jetzt einmal den Reis. Da haben wir die erste fertige Tupperbox und das lasse ich dann jetzt einmal ganz normal wieder köcheln. Und das gleiche mache ich dann nochmal für den Reis für Samstag. Also mit 150 Gramm ist die Tupperbox auf jeden Fall echt gut gefüllt. Also
Viel mehr wird da auch wirklich nicht reinpassen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, das dann echt wieder essen zu können. Ich habe jetzt gerade einmal den Reis fertig gepreppt, die 3 Tupperboxen. Und die werde ich jetzt einmal komplett fertig machen, in den Kühlschrank tun. Und dann gehen wir auch schon an den Meal Prep für die Tomaten, zumindest für morgen. Also ich werde nur die Tomaten für morgen einmal vorbereiten, den Rest mache ich dann vor Ort. Muss ich ja im Endeffekt nur abwiegen. Das könnte eventuell schon reichen. Und zwar habe ich mir hierfür auch schon einmal dann wieder die Tupperboxen vorbereitet. In die kleine machen wir dann 200 Gramm für mittags und in die große die 500 für abends. 198, ja, das passt auch. Perfekt, und dann haben wir einmal zweimal Tomaten. Und jetzt kommt einmal der beste Part. Wir können es wieder von unserer Liste im Handy einmal abhaken. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Also für morgen muss ich eigentlich nur noch den Porridge vorbereiten. Die Maiswaffeln nehme ich dann so mit. Und für Freitag dann auch einmal noch den Porridge. Und den Rest haben wir soweit schon erledigt. Ich muss sagen, das ist echt immer so voll typisch, einfach hier stehen, warten, bis das Porridge fertig ist. Ich weiß nicht, wie oft ich das täglich immer mache. So, das sieht doch ganz gut aus. Ja, aber das machen wir nochmal rein. Und ich muss sagen, dieser Hocker, den mein Freund mir geschenkt hatte, der ist wirklich Gold wert. Also bei normalen Schüsseln geht es in der Mikrowelle, aber gerade wenn ich hier so diese Tupperboxen habe, die so ein bisschen ja, tiefer sind, wo man nicht mehr wirklich oben in die Mikrowelle reinschauen kann, bin ich früher immer gehüpft. Und so stehe ich jetzt einfach auf dem Hocker und gucke, bis es fertig wird. Also ist wirklich viel praktischer jetzt so. Und irgendwie habe ich mal wieder Lust auf das Butterkeks Flavin Tasty, weil jetzt in Urlaub nehme ich ja nicht so viele verschiedene Sorten mit. Und wenn ich mir das einmal jetzt hier zu Hause vorbereite, mache ich mir die Sorte da rein. Ich muss sagen, was hier halt echt geil ist, sind diese Keksstückchen da drin. Also wenn ihr die hier mal seht, das ist schon echt lecker. Und gerade hier bei diesem Flavin Tasty muss man echt gut umrühren, weil sonst hat man, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, die ganzen Keksstücke nur auf einer Stelle. Dann schmeckt es, wenn man das Porridge isst, an einer Stelle richtig intensiv und der Rest hat dann gefühlt gar nichts von dem Flavin Tasty. Also bei dem dunkleren, da sieht man es ja immer, ob man es gut vermischt hat, aber bei dem Butterkeks hier, da müsst ihr echt gut umrühren. Und ich glaube, ihr seht auch hier die Konsistenz ganz gut. Das kommt eben durch die Flohsamenschalen. Also wenn ihr die nicht verwendet, dann wird es nicht so, ja, schon fast jetzt wie puddingartig ist das. Also ich glaube, man sieht es, das zieht sich so richtig in die Länge. Und das kommt eben durch die Flohsamenschalen. Und das war es dann jetzt auch erstmal mit dem Meal Prep. Ich denke, den Rest vom Porridge werde ich mir entweder heute später am Abend noch machen oder dann morgen früh direkt, ja. Aber ansonsten ist das meiste jetzt schon mal erledigt. Bei dem Porridge warte ich jetzt noch ein bisschen, bis es abgekühlt ist. Dann kommt es auch im Kühlschrank. Ja, und dann begeben wir uns jetzt einmal ans Kofferpacken. Und jetzt gehen wir einmal ans Taschepacken. Ich meine, wir sind jetzt nur 4 Tage unterwegs, aber vom Wetter her weiß ich nicht genau, wie es wird. Also meine Family ist jetzt schon vorgefahren und die meinten, das ist immer so eine Mischung aus, ja, ein bisschen kälter, mal Regen, mal ist das Wetter besser. Deswegen nehme ich einfach hauptsächlich so eine Art Zwiebellook mit. Und ich habe mir jetzt einmal dickere Schuhe, einfach so Boots eingepackt. Dann hier einmal ganz normal Unterwäsche. Dann packe ich mir 2 Hosen ein. Einmal eine Strickjacke. Einen etwas dickeren Pulli. So ein Hemd zum drüberziehen. Dann habe ich hier einfach eine Mischung aus verschiedenen Tops, T-Shirts. Kann man, denke ich, nicht viel mit falsch machen, gerade in Bezug dann auch mit der Strickjacke oben drüber.
Dann nochmal eine etwas schickere Hose. Einmal für nachts einfach Jogginghose und ein T-Shirt. Ich liebe diese Farbe und deswegen muss dieser Pulli natürlich auch mit. Da wird doch ein bisschen enger. Zum Glück haben wir ein Auto dabei. Dann für Dreckwäsche wieder Müllbeutel. Und dann habe ich hier einmal noch zwei etwas schickere Tops. Einmal noch ein Rock für das Kleid darunter und hier dann einmal wieder ein Jumpsuit und das Kleid. So, ansonsten nehme ich dann ganz normal noch so eine Blazerjacke mit, einmal eine Lederjacke. Das sind die Sachen, die ich einmal für die Fahrt anziehe, eine ganz chillige Jacke und dann einfach Leggings mit einem Oberteil und hier nochmal ein Kuschelpulli für abends, einfach wenn wir dann mit der Family entspannen in der Ferienwohnung. Dann einmal noch die Kosmetiktasche und das war es auch. Was ich ansonsten dann morgen früh einfach noch einpacke, sind so Sachen wie Ladekabel, mein Laptop, das ganze Kamerazeugs, Schminksachen, aber das kann ich natürlich erst morgen früh einpacken. Ja, und der Rest ist jetzt soweit schon fertig. Also ich meine, wir sind nur 4 Tage weg, da braucht man nicht wirklich viel. Nur so ein bisschen was. Und dann hier natürlich einmal eigentlich mit das Wichtigste, die Geschenke für meinen Opi. Denn der hat ja Geburtstag und das ist ja auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir jetzt überhaupt wegfahren, der Geburtstag von meinem Opi. Und da freue ich mich echt schon drauf, jetzt mal wieder wirklich einfach Zeit mit der Family zu verbringen. Das wird schön, ja. Und ansonsten passiert heute jetzt auch nicht mehr viel. Also ich denke, ich werde noch die restlichen Sachen packen. Ich kann euch nochmal das andere zeigen, was ich schon vorbereitet habe. Und zwar sind das jetzt einmal die anderen Sachen, die ich schon vorbereitet hatte, was wir unbedingt mitnehmen müssen. Und zwar einmal die Haferflocken, einmal ganz normal Omega-3-Kapseln für meinen Freund und mich. Und hier sind nochmal Vitamine dabei. Dann ein Shaker. Natürlich Mandelmus und das ist auch das Mandelmus, was ich momentan jetzt eigentlich immer verwende, weil wir beim Rewe einkaufen. Ja, ist eigentlich auch von Nährwerten relativ Standard Mandelmus. Ja, einmal das. Dann für meinen Freund noch Energy Cakes, falls er Lust darauf hat. Und für mich eigentlich mit das Wichtigste jetzt in der Diät, Flavin Tasty. Habe ich jetzt die zwei Geschmackssorten mit dabei. Also einmal das, was wie Oreo schmeckt und das liebe ich auch. Meta Plus natürlich, deswegen auch der Shaker. Ja, das sind jetzt einmal die ganzen Vorratssachen. Dann der Rest kommt dann morgen früh aus dem Kühlschrank, Tomaten und das Ganze. Und was wir einmal noch mitnehmen, Monopoly. Wir haben ja eine Ferienwohnung und da kann man abends nochmal schön gemütlich zusammensitzen und deswegen nehmen wir einfach mal Monopoly mit. Vielleicht hat man ja ein bisschen Zeit, das dann nochmal mit der Family zu spielen. Ja, ansonsten wird es heute jetzt auch nur noch ein ganz entspannter Abend. Ich werde nicht mehr viel machen. Falls doch, blende ich euch das jetzt nochmal ein. Das hatte ich mir einmal bei Amazon bestellt gehabt. Das ist eigentlich für Babys und da kann man quasi Milchpulver reintun. Aber ich muss sagen, das ist jetzt mega gut, gerade wenn man auf Reisen ist. Einfach so oben, keine Ahnung. Ich habe hier oben einmal noch meine Zink-Magnesium-Tabletten. Da habe ich jetzt zweimal Flohsamenschalen gerade reingemacht. Und jetzt habe ich mir einmal noch Whey mitgenommen. Da passen jetzt allerdings nur 15 Gramm rein. Aber trotzdem eine kleine Portion. Mega gut, weil falls ich morgens dann doch mal Lust habe, irgendwie auf eine andere Sorte, habe ich mir jetzt noch mal Cinnamon Cereal mitgenommen. Weil ansonsten nehme ich ganz normal unser Schokoproteinpulver mit. Ja, und so sieht es jetzt einmal aus. Also muss ich sagen, ist eigentlich echt mega praktisch, gerade jetzt für auf Reisen. Wenn man da mehrere davon dabei hat, kann man natürlich auch mehr Proteinpulver mitnehmen, aber so reicht es jetzt einmal. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt auch schon mit dem Vorbereitungsvlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!
Tschüss.